Hallo zu Frankenschau aktuell. Corona wirbelt den Alltag von uns allen oft ziemlich durcheinander, vor allem natürlich auch den von Schülern und Lehrern. Deshalb will die bayerische Staatsregierung Schulleitern und Schulleiterinnen sowie ausgewählten Lehrkräften nun einen Bonus bezahlen. 500 Euro pro Person dafür, dass sie sich in der Corona-Pandemie besonders engagieren. Das wird aber nicht überall als fair angesehen. Ja, und immerhin, Schulen und Kitas bleiben ja offen. Theater, Restaurants, Hotels, Kinos und alle gastronomischen Betriebe. Ab Montag bleiben sie alle geschlossen für mindestens einen Monat. Das hat die Staatsregierung verkündet. Sie setzt auf den Lockdown Light. Grund dafür, immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus und die Strategie deshalb ja lieber schnell und konsequent handeln, als abzuwarten. Ministerpräsident Söder erwägt sogar bald den Katastrophenfall auszurufen, wie in Italien. Vor allem für die Gastro- und die Kulturbranche sind diese neuen Maßnahmen aber schon jetzt ein richtiger Schock. Das hoffen wir natürlich. Vor rund einem Jahr, da haben sich die diakonischen Dienstleister Diak aus Schwäbisch Hall und die Diakonie Neuendettelsau zusammengeschlossen und nennen sich seither Diakoneo. Eine Fusion, die offenbar gerade noch zur rechten Zeit gekommen ist, nämlich vor der Corona-Pandemie. Und wir schauen in weitere Regionen in ganz Franken. Die wichtigsten nachrichtlichen Meldungen haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Hier ist Franken kompakt. Alle Nachrichten aus unseren Regionen können Sie sich übrigens auch per Mail auf Ihr Handy oder Ihren Laptop holen. Einfach auf frankenschau.de klicken und hier den Franken-Newsletter abonnieren. Wohin mit den Kindern? Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums, es hat die in Auftrag gegeben, fällt es vielen Eltern schwer, Familie und Beruf zu vereinen. Ich kann das nachvollziehen. In der Corona-Krise haben viele Firmen aber erkannt, es lohnt sich, den Vätern und Müttern dabei zu helfen. Ein super Beispiel dafür, die neue Kita der Firma Lamilux aus Rehau in Oberfranken. So, in gut zwei Stunden geht's los. Dann starten die Schweinfurter Kurzfilmtage wegen Corona. Natürlich ganz anders als geplant. Live in Unterfranken ist uns mein Kollege Norbert Steiche zugeschaltet. Norbert, wie lange kann man die Kurzfilme noch anschauen? Ab Montag dürfen Kinos ja nicht mehr aufmachen. Ja, diesen Wünschen schließen wir uns natürlich sehr gerne an. Vielen Dank, Norbert Steiche, live aus Schweinfurt. Noch ja, gut zwei Wochen und dann beginnt um 11.11 Uhr die neue Faschingssaison, aber nicht in diesem Jahr. Wegen Corona sind ja zumindest alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Also keine Prunksitzungen, keine Umzüge, gar nichts. Viele Garden proben trotzdem weiter, so wie auch die Faschingsgesellschaft Bretonia aus Nürnberg. Die Frage ist nur, wofür, wann haben die eigentlich mal wieder einen Auftritt? Ja, aber ab Montag dürfen sie jetzt erstmal nicht mehr trainieren für einen ganzen Monat. Und bis die Garde dann wieder vor Publikum tanzen kann, wird's noch länger dauern. So gesehen hat das Team am Landestheater in Coburg Glück. Auch sie haben nämlich lange geprobt. Und jetzt können sie ihr Stück Social Distancing aber immerhin noch bis Sonntag aufführen. Und dann geht auch der Vorhang für diese Bühne wegen Corona für einen Monat zu. Achtung, Samstag ist es mal wieder soweit. Halloween steht an und wer auf Geister, Gespenster und andere gruselige Verkleidungen steht, für den haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp. Schiefe Zähne, deshalb läuft vielleicht noch keiner davon, denken Sie, aber ich sage Ihnen, schrecklicher geht es kaum noch. Ja, diese Idee hat bis gruseliges Outfit, aber hoffentlich keine gruseligen Wetteraussichten. Der Herbst hat ja schon voll losgelegt. Bleibt die Frage an dich, Rika. Bleibt es jetzt so? Kuscheln ist gut oder warm anziehen und trotzdem rausgehen. Manchmal erwischt man ja ein paar Sonnenstrahlen und der Herbst hat ja auch schöne Seiten. Wie hier zum Beispiel am Weißen Schloss in Triesdorf. Vielen Dank an Waltraud Adler nach Weidenbach für uns das Bild des Tages. Mehr davon übrigens gibt es auf frankenschau.de. Da gibt es auch noch mal den kompletten Wetterbericht. Ich wünsche Ihnen jetzt einen kuscheligen Donnerstag. Hier geht's weiter mit ein paar Yoga-Übungen. Gleich in der Abendschau mit Roman Röll.